Was ist denn da los? Wie geht es dir? Was ist mit dich? Was ist mit dich? Mir geht's super affengeil. Super affengeil. Mike, müssten tanzen. Ja, ich hab's fast gedacht. Ja, auch. Sag mir deinen besten Witz. Nun. Die Twitch-Views von Nyklis. Mike. Ja, Felix, ja. Die Queen ist tot. Ja, hört schon ein bisschen länger. Die ist tot. Die modert schon wahrscheinlich. Für mich ganz krasser S-Promi, die scheiß Queen. Ein S-Promi im Sinne von S-Tier? Ja. S-Tier, als wenn du so eine Tierlist machst. Wer ist dein Lieblingstod-Promi? Würdest du die auf S-Tier packen? Ja. Okay, verstehe ich. Mike. Heute soll es um nichts anderes gehen als tote Promis. Um tote, berühmte Promis. Gott hab sie selig. Klar, alle. Hat der Fame und der Reichtum die auch nicht vor der ewigen Verdammnis gerettet, die Sünder? Nein. No? Ich frag mich, was die Queen damals im Jemen gemacht hat. In Jemen? Ja. War die da mal? Ja, aus der Black Ops Map hat die genoscoped. Achso. Meinst du, die war Sniper Rifle? Glaubst du, die hatte diverse Goldskins auf ihren Waffen? Ich glaube, Diamant sogar. Auf ihrer Dragunov? Dark Matter hatte die drauf. Auf der dragonovischen Waffe. Die hatte Aimbot, die alte Schachtel. Jedes Mal, wenn ein Promi das Zeit gesegnet, müssen wir Superstars auf Twitter irgendwo lesen. Oh, mein Leben macht gar keinen Sinn mehr. Mein Superstar ist tot. Ja, die Queen, meine der Rockstar. Meine geliebte Queen, der Rockstar ist tot. Haben sich ihr ganzes Leben lang nicht für die interessiert, aber wenn sie tot sind, sind sie auf einmal die krassesten Fans. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Und mich persönlich nervt das eher. Okay. Erläuterst du mir, weshalb? Wie du schon sagtest, Mike, die Queen hat mich davor überhaupt gar keinen Zentimeter gejockert. Gar nicht. War eine nette Frau. Sie sah nett aus. Manche dachten, sie wäre ein Echsenmensch, weil sie so alt war und auch so dusselig geguckt hat. Auch. Klar. Und jetzt ist die tot und auf einmal ist jeder Queen-Fan. Aber jetzt ja nicht von der Band. Nee. Ach so, ich Idiot. Ich kurz eine richtig fette Brosche aus meiner Nase raus. Das ist so bärstig krank. Boah, Digga, geil. Oh, das ist krass, wenn man das mit dem Fingernagel rausschaufelt, ne? Wenn du richtig merkst, so, die ist so ein bisschen angekrustet schon. Ja, und dann kriegst du mit dem Nagel richtig Grip unter und ziehst den mitsamt Wurzel wie so eine Eiche aus deiner Nase. Ja, wie richtig die geil. Eichel aus deiner Mutter ziehe, du Sohn, okay? Ach, deine Eichel aus der meiner Mutter? Ja. Ach so. So, Mike, aber mal zurück zum Thema. Jedes Mal, wenn ein Promi stirbt, ist Social Media natürlich voll bombardiert mit dem, oh Gott, oh nein, wie konnte das passieren? Natürlich. Normalerweise haben die Leute ja gar nichts mit den Promis zu tun. Und dennoch sind oft Leute einfach traurig, weil ein Promi stirbt, weil man sich mit denen identifiziert, weil man die Musik mag, die Filme mag, was weiß ich. Gab es einen Promi, bei dem du traurig warst, dass der verkackert hat? Dass der quasi abgesissen ist. Genau, in live drin. Was war das? Nein. Kein einziges Mal, dass du traurig warst? Also damals, so, da ging es wahrscheinlich viel so Paul Walker, was ja ironisch ist, der hat ja sehr viele Rennfilme gedreht. Ja. Und der ist in einem schnellen Sport, Racing Car, verunglückt und lebendig verbrannt. Das findest du ironisch? Das finde ich ironisch, ja. Dadurch, dass er sehr... Also ironisch im Sinne von, der hat ja quasi, ist ja quasi bekannt durch seine Filme Fast and the Furious geworden. Da geht es ja sehr viel um Rennen, Fahren und gefährlich waghalsige Pyro-Stunts und so eine Sachen. Ja. Und ja, der ist halt in einem Sportwagen verunglückt. Ne? Manch einer möchte sagen, vielleicht hat er sich genauso einen Rockstar-Tod gewünscht. Manch einer möchte aber auch sagen, es ist eine wirklich schreckliche Art und Weise, dahin zu scheiden. Ja, Mike, der ist ja verbrannt beim lebendigen Leibe. Ich glaube, das wünscht man sich jetzt nicht. Nein, aber vielleicht hat er auch durch den Aufprall sich den Schädel am Armaturenbrett vom Interieur seines Kfz so die Schädeldecke eingehämmert, dass er das ja gar nicht gemerkt hat. Klar. Was ich mir ihn wünschen würde, dass er keine Schmerzen hatte beim Versterben. Hoffe ich auch. Ne? Das hat mich ein bisschen schockiert, sag ich mal. Also ich schockiert, weil du ihn Ich bin ja noch gar nicht fertig, du kleiner Ficker! Du Affenficker! Ich sag's dir, wie es ist. Es ist natürlich okay, krass, den kannte man. Der ist no mo, sag ich mal. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie traurig oder in den Grundfesten meines wirklich attraktiven Körpers erschüttert. Okay. Im Sinne dessen. Mike, bei mir, und du wirst es nicht glauben, wir haben es aber schon mal im Podcast erzählt. Zwei Vermengte hört ihn überall, wo es Podcasts gibt. Bei mir war es Stephen Hawking. Ich bin aufgewacht, die Schock-Message war auf Twitter. Stephen Hawking ist tot. Ich hatte keinen Bezug zu dem, ich war auch nicht traurig. Ich dachte nur, jetzt geht die Welt unter, weil der schlauste Mensch ist tot so mäßig, weißt du? Ich dachte so, wer macht jetzt Sachen, wer erfindet jetzt Zeug? Mhm. Verstehst du? Ich dachte so, Digga, Stephen Hawking ist down. How the fuck? Bruder, der ist einfach down. Und der wird auch nicht respawnen. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme daran. Die respawnen ja auch. Die Queen wird niemals wieder respawnen. Die können auch noch das Gulag klatschen, klar. Aber ich glaube... Ich glaube, das Ding ist durch. Da hat sie veraimt. Warst du traurig bei irgendwelchen US-Artists? So Mac Miller oder so? Null. Ich find's ja krass. So zum Beispiel diese Story damals mit XXXTentacion. Ja. Dass der da weggeshootet wurde in seinem Yacht. Mhm. Da waren wir gerade bei irgendeinem Kumpel im Keller am Saufen und alle waren so richtig down dann an dem Abend und so. Echt? Ja, und ich fand das krass. Aber es macht, also keine Ahnung, es macht mich jetzt nicht so... Ich bin traurig, wenn mein Opa
Opa abkackt oder sowas oder irgendeiner aus meiner Familie, aber nicht. Aber nur, wenn die mir was vererben, ansonsten ist mir das ja egal. Ja, safe. Obwohl, wenn ich irgendwas Schönes vererbt kriege, dann bewegt sich das auf so einem schmalen Grad zwischen ich bin tief traurig und ich bin himmelhoch jauchzend glücklich, weil ich jetzt verfickt reich bin. Klar. Hat ja sein Leben gelebt, wa? Klar. Also als es passiert ist, war ich auch nicht so traurig, weil ich mich zu dem Zeitpunkt nicht damit beschäftigt habe. Aber ich bin so im Nachhinein ein bisschen traurig geworden, als Juice gestorben ist. Einfach, weil ich den Case einfach so unglaublich traurig fand. Saftige Welt. Genau. Ohne ihn zu disrespecten, der ist ja auch schweinedumm gestorben. Ja, der ist schweinedämlich gestorben. Der hat sich eine Tüte, wirklich große Aldi-Tüte Drogen in seinen Schlund geschoben und ist halt leider Gottes an der Overdose verendet. Und das hätte man sich ja vielleicht auch an einer Hand abzählen können, dass wenn man sich wirklich einen großen Beutel Drogen in die Fresse steckt, dass man da vielleicht dran sterben könnte. Kann passieren. Lil Peep hat mich zum Beispiel gar nicht getroffen, so wirklich irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil ich die Musik einfach nicht so gut fand. Nein, Lil Peep hat mich auch nicht, tangiert. Peep. Lil Peep. Heißt der so? Klar. Wie heißt der denn? Lil Peep. Ja, was hab ich gesagt? Little Peep. Ja, Lütter Peep. Okay. Der kleine Peep. Ich fühle, dass Leute seine Musik feiern, das ist auch tragisch. Mhm. Aber auch da, also ich finde halt, wenn sich die Leute einfach überdosieren, Bruder, also da hält sich mein Mitleid einfach in Grenzen so. Ist jetzt vielleicht halt hart ausgedrückt. So, das ist halt einfach, man, keine Ahnung, so. Das ist dann halt irgendwie vielleicht auch natürliche Selektion. So, der hat dann einfach das übertrieben und hat dafür die Quittung bezahlt. Trotzdem ist es schade, aber ich juck mich einfach nicht für die Musik, Alter. Ja, ne? Klar. Small Pee-Pee ist tot. Doch eine Sache, die mich getroffen hat, war, als Promi tot war, Ragful, der Streamer. Oh ja, das war ja auch krass. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe das dann durch diese Medienberichte, habe ich mich da so mit befasst so ein bisschen. Und der hat ja irgendwie einen Tag vorher noch gestreamt. Ja. Und auf einmal hat er sich ausgeknipst. Das war ja auch krass. Aber hattest du irgendeinen Star oder irgendeinen Celebrity, der dich so richtig, wo du wirklich eine Träne vergossen hast? Nee, gab keinen, wo ich jetzt mehrere Tage traurig war. Ich war bei Ragful, habe ich geweint, eine Minute so. Ich glaube, das, was mich emotional tatsächlich am meisten so berührt hat, war Paul Walker. Ja. Als man dann diesen Fast and Furious Teil gesehen hat, wo die ihn noch so geordnet haben am Ende. Weißt du, wo Vin Diesel in die linke Spur fährt und so Paul Walker in die rechte Spur. Ey. Scheiße, Mann. Da saß ich im Kino und das hat mich wirklich so, da war ich auch so ein bisschen so, okay, krass, was passiert da gerade mit meinem kleinen Herzchen? Also ich kann verstehen, wenn Leute da richtig krass attached sind, weil manche Leute begleiten einen ja ein Leben lang, weißt du? Und man... Oh mein Gott, ja, ich meine, ich finde das so krass, dass manche Leute Leben aufbauen. Also es ist... Manche jedes oder Leben, manche, du Notenkind. Hurensohn. Jedes Leben ist ja individuell und unique. Und dass ein Leben ein anderes Leben beeinflusst oder gar aufbaut, finde ich halt so krank irgendwie. Das ist eine Kettenreaktion von Leben. Leben. Und Leben lassen. Leben und Leben lassen. Die Quelle der Leben. Oh mein Gott, wer mich geprägt hat, da war ich actually traurig und schockiert. Oh. Dirk Bach. Ich habe mit meinen Eltern jedes Jahr das verfickte Dschungelcamp geguckt. Ja, ja. Und Dirk Bach war einfach eine Legende. Und auf einmal war der tot. Einfach so, irgendwie, ich glaube, an einem Herzinfarkt oder so. Das Bodenloseste war einfach, als Dirk Bachs Grab eine Arena war in Pokémon Go, wo Leute auf seinem Grab gecampt haben, um Pokémon zu fangen. Bruder, krank. Was? Dirk Bachs Grabstätte war eine Arena, war ein Hotspot in Pokémon Go. Also Leute sind quasi wie Grabräuber auf das Grab von Dirk Bach gegangen und haben da Pokébälle raufgeworfen. Da waren tausende Kiddies und Discord-Mods, die auf Dirk Bachs Grab Fortnite-Tänze gemacht haben und sich Pokémon in Pokémon Go gefangen haben und gegeneinander gekämpft haben. Und darunter lag der Bach. Herr Bach lag da. Herr Bach lag da unter. Meinst du, ein paar Meter über Bach wurden diversen Kittens Heiratsanträge vollführt? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Da wurde so viel Powerade getrunken, da wurde so viel Pokémon Go gefangen. Diese ganzen kleinen Scheißkinder auf ihren Android-Handys haben da ihre scheiß Pokébälle geflickt auf Dirk Bachs sein Grab. Digga, das ist ja wirklich krank. Das war wirklich krank. Ich dachte mir auch so, Bruder, was passiert hier? Ja, was gab's denn noch so? Wen gab's? Wer ist denn noch alles so verreckt? Cool, mal. Weißt du, was ich auch krass fand, Mike? Nee, aber gleich wahrscheinlich. Kobe Bryant. Oh mein Gott, ja. Bruder, in einem Privathelikopter abgestürzt. Stimmt, der ist abgestürzt mit dem Heli, ne? Und dann hast du diesen einen Tweet gesehen, wo einer geschrieben hat, Kobe Bryant is going to end up dying in a helicopter crash. Das hat er irgendwie vor 10 Jahren getweetet und der Tweet ist dann abgebrochen, hat irgendwie 3 Millionen Likes. Kann man das nachträglich irgendwie bearbeiten oder so? Nein, geht nicht. Weil wie klein ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, übel gering. Digga, wie muss der sich fühlen, weißt du? Aber meinst du, der kriegt auch so Interviewanfragen dann und so und die denken so, das ist einfach ein Hellseher? Bestimmt von irgendwelchen Magazinen so ein Textinterview irgendwie, was er sich da so gedacht hat, safe. Dann würde ich das auch machen wie irgendein irrelevanter Twitter-Account, der das erste Mal aus Zufall wegen irgendeinem Thema, was gerade im Trend ist, richtig viele Likes bekommt. Und dann würde ich so meinen OnlyFans-Link oder irgendwelche verschissenen Safe, Affiliate direkt Links als Drücko, direkt Drücko. Ja, by the way, genau. Check out my Instagram-Profil. Genau, also. So, obwohl sich keiner für diesen schon interessiert. But check out the Content Offensive, the new episode. Yo, we did a new Content Offensive, a macabre edition. Oh nein, Mary Kotz. Oh nein. Nein. Das war der Katzenschwanz, ja. Jo. Sie wollte gerade kotzen. Aber? Ich habe den Korken in den Hals geschoben. Hat sich so angehört, als hättest du den Katzenschwanz rausgerissen und ihr Genick gebrochen, wenn ich ehrlich bin. Ich saß halt auf dem Teppich.
Ich glaube, die hat sich überfressen, der Schwein. Jetzt seid ihr natürlich an der Reihe. Regt mal ein bisschen den Algorithmus an und verratet mir nochmal, welcher Promi tot euch am meisten gehittet hat. Wer ist der Nächste, der stirbt? Ratet mal in den Kommentaren. Ich muss mal ein paar Tweets absetzen. Vielleicht ich glaube, Joe Biden. Meinst du, er wird gesniped? Von der Queen aus Jemen. Joe Biden, du meinst der unsere Gasleitung in der Ostsee in die Luft gejagt hat? Ja. Ich werde diesen Winter nicht heizen. Ich glaube, Merkel. Ich glaube, die säuft sich tot in ihrem Ruhestand. Lasst auf jeden Fall ein Scheiß-Like da, wenn euch die Scheiße gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, damit wir dieses Jahr noch die 100.000 knacken. Werden es nicht schaffen. Mit der Einstellung wird's auch nichts. Du wirst sie knacken. Du wirst die 100.000 knacken dieses Jahr. Und da glaube ich dran. Danke, Freund, bester. Du hast es, bester Freund. Du hast es dir verdient. Tschüss.